Hi, Tracy, guck mal, was ich hier habe. Halt die Klappe, Bobby, ich will nicht darüber reden. Nein, Tracy, das ist... Darauf sagte er lieber Arm dran als Arm ab. Der andere war so bescheuert, Kinder, dass er... Kinder, wisst ihr was? Oh, du hast geduscht, Bobby? Du bewirbst dich als Komposthaufen? Guckt euch das an. Das ist die dreckigste Flosse, die du uns jemals entgegengestreckt hast. Naja, das ist aber kein gewöhnlicher Dreck. Nein, das ist Bobbys Dreck. Haltet bloß die Klappe. Ich gehe jetzt in die Badewanne und werde so schnell wie möglich alles vergessen. Nee, das ist doch kein Dreck, Mann. Das ist Mutterboden. Bobby, wir wissen zwar, dass du nicht so oft rauskommst, aber Mutterboden ist nichts Ungewöhnliches. Den gibt's überall. Doch, der Mutterboden ist ungewöhnlich. Den gibt's umsonst. Ich habe den ganzen Bus voll geschaufelt und mache daraus einen Garten. Wieso ist keine Seife im Haus? Was habt ihr damit gemacht? Wieso, frage ich dich. Bobby, wir haben schon einen Garten. Ja, aber keinen Gemüsegarten. Nur den Kohlkopf. Ja. Also, wir werden unser eigenes Gemüse und unseren eigenen Gemüsegarten anpflanzen. Komm mit, ich zeig's euch, komm. Henna, das ist Dreck. Wenn du Dreck suchst, guck unter seine Fingernägel. Kann ich was dafür, wenn mich die Konkurrenz unterbietet und mir meinen besten Kunden ausspannt? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Ich kann die Mode nur zu dem Preis verkaufen, den mir der Hersteller diktiert, stimmt's? Das hat was mit deiner Arbeit zu tun, Herr Tracy. Oh, wie der Mutterboden. Thomas, ich verschwinde jetzt im Bad und werde die nächsten 6 Stunden in der Wanne schwimmen. Und wehe, jemand stört mich. Alles klar, Trace. Hi, Trace. Halt die Klappe! Thomas? Dagi, diese Melissa. Nein. Hallo? Ja, einen Moment. Tracy, es ist für dich. Au! Ich war beim Friseur. Tracy Lawson? Mr. Oppenheimer, was kann ich für Sie tun? Was? Aber doch nicht etwa die ganze Bestellung. Oh, ja, verstehe. Danke für den Anruf. Verdammt! Lass mich raten, hä? Wir sollen die Klappe halten? Schon wieder eine ganze Bestellung storniert. Das ist mein Ruin. Ach, das ist die Wirtschaft, Trace. Wir leiden alle darunter. Sogar so dynamische Jungunternehmer wie ich müssen beim Perrier sparen. Ich komme mir vor wie Robert Maxwell. Na, dann würde ich heute auf die Badewanne verzichten. Es ist nicht deine Schuld, Trace. Die momentane Lage ist so schlecht, dass das Taxifahrer-Picknick sich nicht mal einen Koch leisten kann. Oh, welch schwerwiegender Indikator für wirtschaftliche Entwicklung. Ich musste einspringen. Du hast vor, für all die Leute zu kochen? Irgendeiner muss es tun, sonst kann es nicht stattfinden. Wie soll man ein Picknick machen, wenn man nichts zu picken hat? Dagi, in so schweren Zeiten hilft nur eins. Kaffee? Kaffee. Au, und Kekse, Duck. Ich sterbe vor Hunger. Tracy Lawson? Oh, hi, Mr. Pryor. Ich habe schlechte Nachrichten von Mr. Oppenheimer. Wie bitte? Mr. Pryor, ich habe Ihre Firma 2 Jahre lang vertreten. Sie können... Heißt das, ich bin gefeuert? Ja, was auch immer. Es bedeutet das Gleiche. Ja, mir tut es auch leid. Dagi, wir brauchen noch mehr von diesen Keksen. Es ist nur noch einer da. Komm, der ist für Tracy. Sie hat ja einen schweren Tag heute. Geholt. Hier. Lass mich raten, schon wieder ein Auftrag den Bach runter? Nein, es war ein Freund. Der schmeckt nach Scheiße. Ach, da ist sie. Dagi, hast du schon mal meinen Mutterboden gesehen? Schon so früh auf, Tracy? Musst du zur Arbeit? Ja, richtig, zur Arbeit. Neuer Tag, neues Geld. Ich werf nur einen Blick in die Zeitung. Ja. Willst du nicht erst frühstücken? Ah, nein, ich muss gleich los zu meinem geliebten Job. Ja, ist gut. Mach dir nicht so viel Sorgen, wird schon wieder. Freu dich doch einfach, dass du noch Arbeit hast, hm? Stell dir mal vor, da kommt plötzlich Wasser aus dem Boden geschossen, als ich gerade dabei bin, meinen Garten umzubuddeln. Ich glaube, ich bin auf eine unterirdische Quelle gestoßen, direkt in unserem Garten. Ist die Natur nicht was Wunderbares, danke. Ja? Bobby, vielleicht sollten wir besser einen Klempner holen, damit er sich die unterirdische Quelle anzieht. Hey, gute Idee, vielleicht sind wir jetzt reich. Könntest du sicher...
uns aber auch mal nachsehen, ob du nicht noch auf eine unterirdische Gasquelle gestoßen bist. Hey, gute Idee. Geil. Hey, kann ich die Hacke behalten? Oh, kein Problem. Ich nehme die Streichhölzer. Ich möchte diesen Job unbedingt. Meine Oberweite? Was hat denn das mit dem Ausliefern von Pizzas zu tun? Uniformen sind was? Oh, danke. Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Hallo. Juhu. Dani? Wunderbar. Ist die Vorwahl von Sizilien. Hallo, ihr bei Rivers? Tracy, nein, sie ist nicht da. Ihre Bank? Ja, also hier ist Wayne Lovett, Finanzexperte der Stars. Natürlich können Sie offen reden. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Oh, Zuckerpuppe. Ich bin dein persönlicher Anrufbeantworter. Dann zu spät, schon aufgezeichnet. Es war deine Bankfiliale. Dein Antrag auf Überziehungskredit ist abgelehnt. Oh, na ja, kann man nichts ändern. Er meinte, das Risiko sei zu groß bei jemandem, der arbeitslos ist. Ciao, bleiben Sie so schön. Tja, muss ziemlich hart für dich sein, keine Eier mehr mit nach Hause zu bringen, Zuckerpuppe. Oder Schinken. Bis jetzt weiß es noch keiner, Wayne. Überleg doch mal, Zuckerpuppe, wie willst du das für den Leuten geheim halten, die du liebst? Plus den Gesocks hier im Haus. Ich hatte ja gehofft, dass ich sofort einen neuen Job finde, aber es gibt nichts. Ich bin entweder nicht qualifiziert oder ich bin zu alt oder meine Brüste sind zu mickrig. Nein. Nein, meine Zuckerpuppe, was musst du leiden? Zuckerpuppe, weine nicht mehr. Wayne, der Liebende, der Teilende, hat die Lösung in der Hand. Ich wüsste da einen Job, bei dem du in der ganzen Welt herumkommst. Du würdest berühmte Leute treffen, in den besten Hotels schlafen, in den besten Restaurants essen. Ein Leben im großen Stil, Zuckerpuppe. Ja, alles, was du zu tun hättest, wäre, wie soll ich sagen, gewisse Wünsche zu erfüllen. Was für ein Job? Meine Privatsekretärin. Oh. Die ganze Straße duftet schon nach deinen Kochkünsten. Gut, ha? Das ist alles fürs Taxifahrerpicknick. Oh, mich wundert ja, dass du keine Taxiförmchen für die Kekse hast bei so einem Ereignis. Ah. Tada! Ah. Wann hast du zuletzt ein Fort gegessen? Dieser Messer ist mein Keks. Ja. Schluss, Kinder, das reicht. Das sind sowieso nur so wenige Daumen. Die sind fürs Picknick. Mann, war das ein harter Tag heute. Oh Gott, so ein Job kann einen ganz schön schaffen. Ist das der Grund, warum du noch jemand einstellen willst? Hä? Als ich heute Morgen mit dem Bus ins Museum gefahren bin, habe ich dich aus dem Arbeitsamt kommen sehen. Brauchst du noch jemanden, der dir hilft? Ja. Nein. Setzt euch, ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Ich weiß, ich sollte wirklich noch versuchen, Nummernschilder auf die Taxis zu machen. Setz dich hin, da. Also, ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden und frei heraus sagen, was mich die ganze Zeit bedrückt, damit ich es endlich von der Seele... Hey, Leute, also, Leute, Bobby, guck mal, was ich hier habe. Bitte setzen. Also, gut, ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Und das betrifft die ganze Familie. Gut, vielen Dank, Tracy. Ich habe hier eine ganze Menge verschiedener Samen. Meine Favoriten sind die Zucchinis, weil die Bobby, so... Bobby, ich habe nicht von Gemüsegarten gesprochen. Ich bin meinen Job los. Ganz recht, ich bin arbeitslos. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, es euch zu sagen. Tut mir leid. Muss jetzt doch nicht so da, sagt was. Hm. Kommt schon, Leute. Wir werden schon nicht verhungern, hä? Wir sind verloren.
würde dir schwerfallen. Ach, halt die Klappe. Was ist damit? Wir werden eben auf gewisse Dinge verzichten müssen. Oh, ich könnte darauf verzichten, mir Barry Manilow-Platten zu kaufen. Du könntest doch mit deiner Orgel ein Kirchenkonzert geben. Das ist keine Orgel, das ist ein Piano. Wenn ihr doch endlich den Ernst der Lage erkennen würdet. Wir stecken in der Patsche. Kommt schon, Freunde. Mein Beitrag ist, dass ich heute noch eine zweite Schicht Taxi fahre. Was mich natürlich in den Vorbereitungen für das Taxifahrerpicknick weit zurückwirft. Danke, das ist nett. Aber wir können doch nicht alles auf Doug abwälzen. Ich habe euch was mitzuteilen. Die Walze spricht. Warum ersäufen wir nicht einfach die Ratte? Dann sparen wir ein Essen ein. Hä? Als leitender Direktor der Lai, Love It Entertainment International, des Wix, Waynes Internationalem Künstlerservice und natürlich der Wayne Überregionalen Reisegesellschaft. Wirklich? Korrekt. GmbH. Habe ich beschlossen, meinen Anteil an Bobbys Einnahmen um sage und schreibe 0,5% zu senken. Oh. Bobby hat doch aber gar keine Einnahmen. Er hat seit Wochen nichts verdient. Irrelevant. Der Punkt ist, dass ich, Wayne, der Liebende und Teilende, bereit bin, auch die Pein zu teilen. Du bist die Pein. Ehrlich gesagt hatte ich von dir erwartet, du würdest deine Prozente um die Hälfte senken. Das habe ich doch schon getan, Zuckerpuppe. Die Hälfte deines Anteils. Was? Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Die Heilsarmee oder was? Warum verschaffst du ihm nicht ganz einfach einen Gig? Dagi, kann ich was dafür, wenn den Altersheimen die Gelder für Unterhaltung gestrichen worden sind? Hört mal, wir müssen jetzt einige Entscheidungen treffen. Anna, ich will, dass du dir die Haushaltskasse vornimmst, damit wir wissen, wo wir Ende der Woche stehen. Okay, werde ich machen. Thomas, alles Geld, was du auf dem Markt verdienst, muss in den Haushalt fließen. Abzüglich einer kleinen Abwicklungsgebühr? Das ganze Geld. Dagi, sind die Zutaten wirklich so teuer fürs Picknick? Tracy, ich kann jetzt nicht. Ich muss los, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Aber du kannst diese Sachen viel billiger auf dem Markt bekommen für einen Bruchteil des Preises. Ich habe keine Zeit. Ich fahre doch jetzt die zweite Schicht, wie du weißt. Also gut, dann übernehme ich das. Das geht nicht. Du hast doch keinen Taxischein. Ich meine, dass ich die Sachen vom Markt hole, sonst wirst du noch mächtig dein Budget überziehen. Okay, prima. Das ist nett. Oh, und denk an die Kekse. Sie dürfen auf keinen Fall länger als 15 Minuten drin sein, okay? Alles klar. Bis später. Wo drin? Ich weiß, dass ich keine zahntechnische Ausbildung habe, aber ich habe mich schon immer interessiert für Implantate. Nein? Trotzdem, vielen Dank für den Rückruf. Das war wirklich sehr nett. Wichser! Komm schon, das ist mein letzter Versuch. Oh, hi. Ich rufe wegen des Jobs an der Rezeption an. Ich bin sogar etwas überqualifiziert, aber 300 Bewerber? Tja, aber wie viele von denen sind blond? Wirklich? Ja, okay. Danke. Trace? Mhm. In meinem Garten wächst nichts. Ich habe aber alles richtig gemacht. Jetzt sind schon 3 Tage vergangen und nichts. Auch kein Unkraut? Auch kein Unkraut. Vielleicht Gras. Tracy, doch kein Gras. Bobby, Tracy? Psst, warte. Ich habe unsere Finanzen überprüft. Und? Wir sind mit $100 im Minus, wenn wir die laufenden Rechnungen bezahlt haben. Oh. Inklusive Kosten für den Klempner. Ja, also ihr müsst doch zugeben, dass es ein ziemlich blödsinniger Einfall ist, ein Wasserrohr in der Erde zu vergraben. Verstehe. Und immer noch keine Aussichten auf einen Job. Bist du nicht viel zu früh aus der Schule zurück? Nein, ich bin schon seit einer Stunde hier. Das darf doch nicht wahr sein. Ich musste doch zum Markt, um Duckys Sachen einzukaufen und jetzt hat alles zu. Ach, das ist schon okay, dann gehen wir eben morgen. Nein, 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 das Picknick ist doch schon morgen. Jetzt muss ich alles in dem Milchladen kaufen. Wieso, da kriegst du doch alles. Schon, doch, da kostet alles das Doppelte. Wir schmeißen alle zusammen. Aber wir haben keinen Cent mehr. Und Ducks Catering ruiniert uns jetzt völlig. Na, dann schmeißen wir alle zusammen. Und ich habe doch versprochen zu kochen. Nie im Leben werden wir damit rechtzeitig fertig. Oh. Wir schmeißen alles zusammen.
geschafft. Madonna, so spät schon. Ich muss los. Aufwachen, wir haben es geschafft. Geschafft, gute Arbeit. Okay, okay, keine Ovationen, schon gut. Das geschlafen wie ein Murmeltier. Dann hat wohl Onkel Dittmeier die gefrorenen Hühner vorbeigebracht. Das ist großartig. Also gut, okay, wir müssen uns nicht streiten. Wir haben es rechtzeitig geschafft. Wir sollten stolz auf uns sein. Pff, Kunststück, was bringt denn dabei an Kohle für dich raus? Nichts. Hast du wenigstens einen neuen Job? Nein. Ja, hast du denn überhaupt einen Grund zum Feiern? Mein Angebot steht noch, Zuckerpuppe. Habt ihr alles? Ja. Wow, habe ich euch nicht gesagt, dass das Taxifahrer-Picknick eine Wucht wird? Ja, Taxi 15 und Taxi 20 sind wirklich nette Typen. Ja. Die haben sich vielleicht auf deine Toyotas gestürzt. Ja. Oh, bin ich voll. Ich glaube, der Volkswagen will wieder raus. Danke, ich verschwinde mal kurz im Garten, um zu sehen, ob die Pflänzchen schon wachsen. Sicher, kein Problem. Also ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr die ganze Nacht aufgeblieben seid und mir geholfen habt. Allein hätte ich das sicher nie geschafft. Oh, wir schlagen uns gern mal eine Nacht um die Ohren für Tracy. Ja, es tut mir leid, Doc. Ach komm schon, du brauchst dich doch nicht dauernd zu entschuldigen. Außerdem war es deine Idee, kleine Taxis aus den Keksen zu machen. Mhm. Und die waren der große Hit. Aber es sind trotzdem welche übrig geblieben. Ja, aber das waren die Trappis von 1976. Die Leukoplastschlitten. Und es war deine Idee, nochmal über die Kosten fürs Catering zu verhandeln, damit wir kein Geld verlieren. Unter uns gesagt, wir haben sogar etwas verdient. Ist das dein Ernst? Ein kleines bisschen. Tja, vielleicht solltet ihr zwei euch zusammentun. Was? Catering. Zusammen? Also, ich geb's auf. Was mache ich nur falsch? In meinem Garten wächst nichts. Dabei habe ich sie richtig eingepflanzt, sie gegossen, sogar mit ihnen gesprochen. Hast du es mal mit Singen versucht, Bobby? Ich habe ein bisschen gesummt. Siehst du, das hat sie umgebracht. Bobby! Du hast die Erde nicht zufällig auf dem Industriegelände an der Autobahn unten gefunden? Oh, schon möglich, aber das ist doch nur Erde, die wird ihm ja nicht fehlen, ne? Ach, Bobby, da unten ist seine Chemiefabrik. In dem Artikel hier in der Stadtzeitung heißt es, erfahrene Experten benötigen mehr als ein Jahr, um die verseuchte Erde wieder vollständig entgiften zu können. Ach, nee, auf einem Schild stand freie Erde, da habe ich sie eingesagt. Das Übrige von dem Schild kann man auf diesem Foto sehen, und zwar steht da, die Gesellschaft freie Erde erklärt das ganze Areal für verseucht. Guck doch mal auf das Foto, ob da was wächst. Schaff die Erde weg, Bobby! Um Gottes Willen, hier steht, man darf nur mit Sauerstoffmasken und einem Spezialanzug dran. Was hältst du von der Catering-Idee? Ich mach mit, wenn du mitmachst. Ich koche für mein Leben gern. Hat Spaß gemacht, nicht? Ja, ja. Abgesehen davon, dass du die Sahne mit dem Zuckerguss vermischt hast, ja. Ist aber keinem aufgefallen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die Frau von Taxi 303 hat's gemerkt. Sie wäre fast erstickt an ihrem Mitsubishi-Galant. Also was ist? Versuchen wir es? Tja, wieso nicht? Partner? Partner. Ich habe auch schon den nächsten Auftrag. Der Kindergarten plant am Dienstag ein Fest. Ich habe gesagt, wir übernehmen. Wow! Mhm. Nein, geht nicht. Ich habe Taxi 98 versprochen, am Dienstag die Geburtstagsparty für seinen Kleinen auszurichten. Dann machen wir es am Mittwoch. Das geht nicht. Der Kleine hat am Dienstag... Das ist doch egal. Er ist ein Kind. Das spielt doch keine Rolle. Das geht nicht. Was? Hey. Weißt du, wo mein alter Strahlenschutzanzug ist? Hinter der Garage wächst eine 4 Meter große Zucchini.